Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir stehen mitten in der Pampa. Und wie ihr seht, wir freuen uns gerade tierisch. Ja, der freut sich noch mehr, weil er kriegt ein neues Spielzeug. Mhm. Das habt ihr ja schon gelesen, habt ihr das Thumbnail gelesen. Ja, und da müssen wir jetzt hingehen und dann nehmen wir euch einfach mit. Aber ein kleines Intro, ja, das sollte jetzt noch sein. Genau. So, vielleicht kann man da schon sehen, dazwischen uns erahnen. Genau, da steht er und wir machen jetzt Übergabe, da werden wir euch natürlich jetzt nicht mitnehmen. Weil, weil wir müssen uns ja auch konzentrieren und wir wollen ja auch, dass wir das behalten. Deshalb heißt es jetzt Maske auf und Abmarsch. Da sitzen wir jetzt. Da sitzen wir und strahlen über alle Kanonen, hätte ich jetzt gesagt. Irgendwie ist es doch ein schönes Gefühl, ein Auto abzuholen, was man, also ein Reisemobil, das ist doch schon echt was Hervorragendes. Lief auch wunderbar jetzt und ihr habt es ja am Hand des Thumbnails gesehen. Jetzt sagen wir ganz offiziell, wie unser Händler war. Wir haben bei Auto, Pries und Söhne in Weihhaus gekauft. Genau. Und was am Anfang vielleicht, man kann so eine Grafik darstellen, das war wirklich ganz oben, kann man sagen, dann lief es runter, wo aber, und das hören wir immer wieder, Malibu nicht ganz unschuldig ist, das muss man sagen. Leider ja. Ging es das ist gerade wirklich. In den letzten fünf Monaten, glaube, oder letzten vier, nee, drei Monaten, letzten drei Monaten, ging der steil bergauf bei Pries und das war... Sie haben auch eine Umstrukturierung gemacht, muss man auch dazu sagen, und das hat denen wirklich gut getan und es ist richtig gut geworden. Also ich kann nur sagen, wir haben einen tollen Service jetzt wirklich gehabt und ja, wir freuen uns jetzt über das neue Auto. Genau, das werden wir ein bisschen beobachten. Was wir jetzt vergessen hatten, wir hatten keine grüne Plakette, die ja auch alle kennen. Und die brauchen wir ja. Und was haben wir gemacht? Die haben uns hier einen Tipp gegeben, Mensch, fahrt doch mal zu Dekra hin. Also hat unser Autohändler gemacht. Und dann sind wir hierher gefahren und haben mal gefragt, habt ihr solche? Ja, ja, haben wir, kein Problem. Ich sage, können wir mit Karte zahlen? Und da sagt der nette Dekra-Herr, ich schenke euch die. So, in diesem Sinne, es ist jetzt zwar irgendwie geschenkt und ich habe jetzt auch gesagt den Namen. Also von daher vielen, vielen Dank an die den netten Mitarbeiter von der Dekra. Genau, wunderbar war das. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause und dann heißt es packen, packen, packen. Denn wir wollen noch los dieses Wochenende. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir euch mit. Ja, und ich glaube, das wird cool werden. Ich glaube auch. Und eine Roomtour, die kommt natürlich noch später. Das ist klar, versprochen. Ja, die kommt sogar in einem Video. Genau. So, und jetzt aber los, weil ich merke, ich habe Hunger und Durst, weil wir haben auch nichts zum Trinken. Ich auch. Also, bis dahin. So, ein paar Stunden später. Oh ja, das hat jetzt doch alles ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Erstmal das Auto beladen, zumindest das mit dem Nötigsten. Eingeräumt haben wir es noch nicht. Nee, das haben wir jetzt definitiv noch nicht gemacht. Das steht alles im Kofferraum. Das, was wir im Kofferraum waren, haben wir alles zu Hause gelassen. Also das brauchen wir jetzt eh nicht an dem Wochenende. Genau. Weil wir werden natürlich ein bisschen das austesten. Wird ja interessant werden. Eine Nacht werden wir so auf jeden Fall uns ausruhen. Mhm. Die zweite Nacht, da wissen wir, das wird schon klappen. Da sind wir eh auf dem Campingplatz wieder bei Prajos. Aber wir haben es jetzt wieder markiert. Da seht ihr... Unser Logo haben wir gleich mal drüber geklatscht. Da gehen wir ganz liebe Grüße raus an Amy. Genau. Und natürlich auch an Antje von Arena. Alle Mann, die da was zu tun hatten mit, natürlich herzlichen Dank. Das ist super und sieht echt spitze auf diesem Auto aus. Jetzt ist er gebrandmarkt. Hatten wir ja bei der Übergabe vergessen, aber ganz ehrlich, wir hatten so viele Sachen, an die wir dachten mussten. Naja, das ging halt nicht. Genau. Wir werden jetzt zum ersten Mal in unserem Malibu Essen machen. Genau. Und ja, es wird dann interessant sein, was es dann zum Essen gibt. Aber das erklären wir euch, wenn wir drinnen wieder sind. Also kommt mal mit rein. Wir haben uns
platziert und mal gucken, ob das jetzt zukünftig unsere Bildvariante wird hier. Das muss man ja erstmal testen, ne? Ich glaube, das geht jedem so, der da noch nicht so affin ist und noch nicht so im Thema drin ist, dass man erstmal testen muss, wo sitzt man denn am besten und bequemsten. Genau, das werden wir jetzt sehen. Was jetzt sehr lustig ist, also wir haben heute sehr viel Geld ausgegeben und ich halte mal das hin. Jetzt deswegen ist nicht mehr viel Geld fürs Essen da. Genau, jetzt gibt es nur noch Würstchen. Also, wir hoffen, dass wenn wir mal euch vielleicht den anderen treffen, dass es dann nicht nur Würstchen gibt. Aber bitte nie für mich kochen. Das muss schon ich machen, ja. Das muss er machen, sonst gibt's Probleme. Aber Scherz beiseite, natürlich können wir uns noch was leisten. Aber es ist nun mal so, heute das schnellste, einfachste, schnell ein paar Würstchen warm gemacht. Und wir wollten noch richtig kochen, Schweinefilet und alles so ein Blödsinn. Also, das wird doch das haben wir uns heute überlegt, das haut ja gar nicht hin. Wir haben es jetzt 9:10. Wir haben noch heute viel zu tun, werden wir noch ein bisschen was filmen, aber jetzt werden wir erstmal definitiv anstoßen. Das würde ich auch sagen, auf unser neues Auto. Und wie ihr hört, Prost! Richtige Gläser. Genau, in diesem Sinne. Ja, wir haben uns umentschieden. Eigentlich wollten wir jetzt hier noch ein bisschen räumen. Wir haben da nämlich 2-3 Kisten, wie gesagt, im Kofferraum. Aber wir haben vor allen Dingen schon vorhin eine ganze Menge geräumt, als wir losgefahren sind, beziehungsweise bevor wir losgefahren sind. Ja, habe ich schon das eine oder andere eingeräumt, weil ich gesagt habe, geht vielleicht ein bisschen. Klamotten gerade halt, so Anziehsachen und so weiter, aber die Technik, die Chips und die Flips, das Wichtigste ist alles. Genau, genau. Und die Getränke, aber den Rest, den wir jetzt so machen müssten, och nö. Es ist jetzt 9:45. Und wir sind ja seit kurz vor nach 6 wach. Genau. War auch für uns ein langer Tag. Und deshalb werden wir jetzt unsere erste Nacht im Malibu verbringen. Und können euch dann, nachdem wir geschlafen haben, einfach mal erzählen, ob es gut war oder ob wir den Wagen gleich wieder verkaufen. Na, das glaube ich eher nicht. Deshalb schaut ihr aber, ihr müsst einfach nur dranbleiben. Wir schlafen jetzt und ihr, ja, keine Ahnung, was jetzt für ein Bis Erzählen gleich kommt. Mehr. Guten Morgen! Guten Morgen! Ach, na wie war's? Erste Nacht. Also, ich würde mal sagen, super gut genächtigt. Ruhig war's, es war ein ganz tolles Bett, also ein super Erlebnis. Auf jeden Fall ist das was ganz anderes als im Bulli. Ja, gerade in der Variante, wie wir sie jetzt gerade haben, ja. Die so unter 2 verschiedene Sachen sind hart. Ja. Ich muss mich noch dran gewöhnen, wie gesagt, ich bin ja 1,88 und aber es hat gut geklappt dafür, also ich muss mich trotzdem dran gewöhnen, weil ich mich normalerweise immer schön ausstrecken muss zwischenzeitlich. Aber wie gesagt, ich glaube, das könnte funktionieren. Die erste Nacht würde ich schon mal so ein Daumen-Tendenz nach oben geben, also so ein Wackelding da. Ja, immerhin schon mal kein nach unten. Also ist das schon mal ein Anfang. Nein, das auf keinen Fall. Ja, genau. Wir waren schon Brötchen holen und jetzt gibt es Frühstück und zwar Stefans berühmt patentierte Rührei. Naja, weiß ich nicht. Ist Rührei. Für mich berühmt. Gut, okay, für dich. Und dementsprechend, das werden wir auch hier jetzt genießen und danach wird zum ersten Mal die Dusche eingeweiht. Das wird alles mal ausprobiert und dann haben wir noch eine große Räumaktion. Genau, das zeigen wir auf jeden Fall euch noch. Genau, das machen wir alles, aber jetzt frühstücken wir erstmal in Ruhe. Genau, Mahlzeit. Ja, wie ihr seht, wir sind frisch gestylt, das heißt, wir haben geduscht zum ersten Mal im Malibu und das läuft richtig gut. Also man hat mega viel Platz, also ich kann nur sagen, top. Ja, wir kennen es ja aus anderen Wohnmobilen, da also, ist nicht so viel Platz. Also Teddy ist auf jeden Fall weniger Platz. Also das Raumkonzept im Malibu ist richtig gut. Ja. Wie gesagt, 1,88, also ich konnte auch in der Höhe wunderbar, das ging. Das war richtig toll. Wir haben ja dieses Malibu Van in Perfektion, glaube ich, heißt das. VIP. Ja, VIP, Van in Perfektion. Ja, genau. Und dadurch, dass wir da mitgemacht haben, haben wir von Malibu so ein Let's Travel Malibu bekommen. Und das wird unser Fahrtenbuch. Was heißt Fahrtenbuch? Wir schreiben da immer auf, an welchem Datum, in welchem Ort wir wie viel getankt haben. Und wie viele Kilometer auch der Wagen drauf hatte.
Ah ja, genau. Genau, dann hat man das mal so ein bisschen als Nachvollziehmöglichkeit, wo man dann auch mal gucken kann, Mensch, was hat denn der auch verbraucht und so weiter. Man kann das halt dann ganz gut errechnen. Weil das, was der Bordcomputer dann meistens sagt, das ist nicht wirklich. Jetzt werdet ihr sagen, ihr hattet doch schon mal so ein Buch. Ja, hier dieses Buch von Wird Zeit zu reisen. Empfehlen wir euch auf jeden Fall den Kanal. Immer wieder gerne. Und das ist unser Drehbuch. Hier schreiben wir unsere Informationen immer rein, wenn wir solche Sachen drehen. Das Video jetzt zurzeit ist total nicht nach Drehbuch, weil wir können nicht nach Drehbuch arbeiten. Aber wenn wir Informationen haben, das kommt hier rein. Vielleicht irgendwelche Anekdötchen, das schreiben wir in unserem Reisebuch. Und das ist unser Fahrtenbuch. So, und Marcel, da wir jetzt noch mal ein bisschen was machen wollen, was wollen wir machen? Ja, jetzt heißt es räumen, räumen, räumen. Wir haben 3 Kisten mitgebracht. Das zeigt euch Stefan da gleich mal. Und ja, das muss jetzt alles irgendwie verräumt werden. Also zeigt das mal jetzt. Okay. Da seht ihr, Stefan bereitet das schon mal vor. Was machen wir? Wir machen natürlich solche Anti-Rutschmatten in diesen Fächern rein, damit es halt, wie es so schön heißt, nicht so rutscht. Jo. Gott sei Dank haben wir ein Cuttermesser bei, sonst Schere haben wir vergessen. Okay, wir hätten noch ein paar Messer gehabt. Und obwohl, wir haben ja ein schönes Art Taschenmesser, da wäre auch eine Schere dran, aber ich glaube, dann würde er schnipp, schnapp und mir das Ding am Kopf werfen, weil das ist nervig dann. So, wir haben es 10.30 Uhr. Stefan hat richtig gut gerödelt. Das heißt, wir haben sämtliche Sachen eigentlich verstaut, die wir so mitgenommen haben. Und ja, Stefan darf das jetzt einfach mal zeigen. Dann fangen wir mal an. Ja, oben das Fach für die gesamten Utensilien für Lebensmittel und so weiter. Hierfür, für das Ding müssen wir uns noch was einfallen lassen. Dann haben wir Tassen, Bestecke auf der Seite. Wir haben, nächstes Fach ist so ein bisschen Töpfe. Und da haben wir dann die ganzen Teller und so weiter, die wir ja auch so brauchen. Und ganz unten haben wir nochmal in der Ecke Pfannen. Und dann da hinten natürlich die Gläser. Unsere guten Gläser, die natürlich nicht zu vergessen. Ja, und ansonsten sind die Staubfächer auch alle voll geworden. Also wir haben doch einiges an Klamotten. Man muss aber eins sagen, im Bulli lag alles irgendwie rum, weil man keine Staubflächen mehr hat. Genau, das sieht hier anders aus. Gar nicht aus. Also unser Bett ist wirklich freigeräumt. Das heißt, man kann sich reinlegen, man kann sich überall hinsetzen. Das passt wunderbar. Ja, wir beide sitzen gerade schön in der Dinette. Super, klappt echt gut. Also kann man gut bequem zu zweit sitzen. Das ist echt. Kann man Videos drehen, finde ich. Ja. Das geht. Ja. Ja, dann haben wir auch schon mal geguckt, weil ja momentan eigentlich fast alles voll ist. Da sind viele Sachen, Handbücher, die brauchen wir für unterwegs nicht. Es gibt vieles online und wir haben ja einen Router und alles. Das werden wir noch umfabrizieren. Also es wird sich noch einiges tun. Es wird also einige Videos demnächst geben. Das können wir versprechen. Genau. Bei diesem Video soll es jetzt aber Schluss sein. Wie gesagt, ich glaube, ihr habt den ersten Einblick bekommen. Ich glaube, das Grinsen haben wir immer noch im Gesicht. Ja. Das kriegen wir auch nicht raus. Wir genießen jetzt unser Malibu und ja, wollen wir noch was dazu sagen? Eigentlich nicht, ne? Sondern nur wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Genau, genießt eure Zeit mit euren Fahrzeugen oder halt, wir fiebern für euch natürlich mit, wenn ihr euer Fahrzeug bekommt. Und ja, ansonsten sehen wir uns bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Tschüss. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann doch gerne ein Like da lassen, kommentieren und natürlich abonnieren. Und wenn ihr immer aktuell dabei sein wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, denn da habt ihr immer aktuelle Bilder von unseren Reisen. Dann sind wir natürlich auch bei Facebook. Ne? Einfach facebook.com/kreuzfahrtcamper. Da seht ihr auch die Bilder, die eigentlich bei Instagram sind, aber für die Leute, die bei Instagram nicht sind, sondern nur bei Facebook. Da sind wir natürlich dann auch. Und dann können wir euch natürlich nur unsere Webseite euch ans Herz legen. www.kreuzfahrtcamper.com oder de. Da bekommt ihr alle Informationen. Da seht ihr auch entsprechend die Videos eingeteilt, denn YouTube ist da ja nicht so gut zu finden. Auf unserer Seite haben wir alles schön sortiert. Jo, und ja, und was man auch auf der Internetseite findet, sind natürlich, wenn wir Bastelanleitungen bauen oder sowas, dann findet ihr da genauere Informationen.